Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zwei Tage vor Beginn des CDU-Parteitages in Köln ist erneut die parteiinterne Diskussion über die Steuerpolitik entbrannt. Dabei geht es um die Abschaffung der sogenannten kalten Progression. Damit ist gemeint, dass Gehaltserhöhungen durch automatisches Klettern in einen höheren Steuertarif unter bestimmten Umständen wieder aufgefressen werden können. Gestritten wird in der Union darüber, wann und unter welchen Bedingungen die kalte Progression abgeschafft werden soll. Mit diesem Heft machen sie schon vor dem CDU-Parteitag Druck. Wirtschaftsflügel, Junge Union und Arbeitnehmerflügel fordern im CDU-Mittelstandsmagazin weg mit der kalten Progression in dieser Legislaturperiode. Derzeit kann es passieren, dass sich Lohnerhöhungen kaum bemerkbar machen. Der Grund: Sie können durch eine höhere Steuerlast und die Inflation aufgezehrt werden. Es geht im Kern um Glaubwürdigkeit. Und die Partei spricht sich seit Jahren für den Abbau der kalten Progression aus. Und ich glaube, es wird höchste Zeit, dass wir unter Beweis stellen, dass wir das auch wirklich wollen als Partei. Auch die Parteispitze will die Abschaffung der kalten Progression. Im Bericht aus Berlin erinnert CDU-Generalsekretär Tauber Wirtschafts- und Arbeitnehmerflügel, MIT und CDA, allerdings noch einmal an die Bedingungen. Wir sind uns einig, auch mit der MIT und der CDA, dass das nur geht, wenn das ohne Steuererhöhungen und ohne neue Schulden möglich ist. Und dann muss die SPD im Bundesrat Flagge bekennen und zustimmen. Morgen Nachmittag, noch vor dem Parteitag, will CDU-Chefin Merkel einen Kompromiss finden. Sonst droht eine Kampfabstimmung. Ich hoffe, dass es noch einen Konsens gibt, sodass die Frage, in der eigentlich alle einig sind, dass sie abgeschafft werden soll, nicht strittig abgestimmt wird. Der Wirtschaftsflügel der Union musste zuletzt mehrmals einlenken. Beim Mindestlohn oder der Rente mit 63. Die Abschaffung der kalten Progression noch in dieser Legislaturperiode wäre ein Erfolg. Noch sieht es so aus, als würden einige Abgeordnete dafür einen offenen Konflikt mit der Parteispitze in Kauf nehmen. Zum CDU-Parteitag haben wir auf tagesschau.de ein ausführliches Interview mit einem Politikberater, der sich intensiv mit der Zukunftsfähigkeit der Parteien beschäftigt. Ein Vorstoß der CSU zur Integration von Ausländern gerät in scharfe Kritik. Die Parteispitze hat vorgeschlagen, Migranten anzuhalten, in der Familie Deutsch zu sprechen. Grünen-Chef Özdemir bezeichnete die CSU in der Bild am Sonntag als Sprachpolizei. SPD-Generalsekretärin Fahimi nannte die Idee wörtlich einen komplett bescheuerten Vorschlag. Die CSU-Spitze will nun laut Münchner Merkur den Vorschlag vor dem Parteitag nächstes Wochenende noch einmal überarbeiten. Politiker, Arbeitgeber und Gewerkschaften streiten weiter darüber, wie Arbeitskämpfe wie etwa bei der Bahn entschärft werden können. Bundesarbeitsministerin Nahles verteidigte im Bericht aus Berlin ihr geplantes Gesetz zur Tarifeinheit. Es schaffe stärkere Anreize für eine friedliche Lösung von Streitigkeiten, auch zwischen konkurrierenden Gewerkschaften. Die Regelung sei kein Eingriff ins Streikrecht, sagte Nahles. Das Kabinett will am Donnerstag über den Gesetzentwurf beraten. Nichts geht mehr, kleine Gewerkschaften, großer Effekt. Spartengewerkschaften legen den Verkehr lahm. Stopp, sagt die Arbeitsministerin. Im Bericht aus Berlin verteidigt sie ihr geplantes Gesetz zur Tarifeinheit. Wenn sich jetzt immer mehr einzelne Gruppen auskoppeln, dann ist das insgesamt eine negative Entwicklung. Wir können mit diesem Gesetz, was wir hier vorlegen, nur einen Anreiz geben, dass es eben zu mehr Verabredungen wiederkommt, zu mehr gütlichen Einigungen, bevor es zu Streiks kommt. Künftig soll wieder gelten, ein Betrieb, ein Tarifvertrag, und zwar der größten Gewerkschaft. Die kleinen müssten sich fügen. Doch in der Koalition gibt es schon jetzt Zweifel, ob das funktionieren wird. Ich bin nicht sicher, dass das Gesetz, was wir jetzt verabschieden werden, dazu führen wird, dass die Streiks wirklich weniger werden. Denn es steht noch nicht fest, ob es die Wirksamkeit hat, die wir uns wünschen würden, dass in einem Betrieb nur einmal gestreikt werden kann durch die größere Gewerkschaft. Dennoch, die Arbeitsministerin hat starke Unterstützer, ungewohnte Koalition. Arbeitgeber und DGB sind für das geplante Gesetz. Die Opposition allerdings ist strikt dagegen. Sie sieht das Streikrecht bedroht. Treibt mich wahnsinnig um und es ärgert mich auch maßlos, das, was mit der FDP nicht ging, nämlich das Streikrecht einzuschränken. Das scheint jetzt in der großen Koalition zwischen CDU, CSU und SPD zu klappen. Unglaublich.
Auch Juristen haben Einwände. Sie befürchten, das geplante Gesetz sei verfassungswidrig. Eine entsprechende Klage vor dem Bundesverfassungsgericht ist bereits angekündigt. Israelische Kampfflugzeuge sollen heute in den syrischen Luftraum eingedrungen sein und Ziele in der Umgebung von Damaskus bombardiert haben. Das berichtet das syrische Staatsfernsehen am frühen Abend. Auch der internationale Flughafen der Hauptstadt sei angegriffen worden, es gäbe aber keine Verletzten. Zur aktuellen Entwicklung jetzt Richard Schneider, live aus Tel Aviv. Die Israelis haben in der Vergangenheit solche Luftangriffe nie bestätigt und werden das diesmal mit Sicherheit auch nicht tun. Aber sie haben immer wieder gesagt, dass sie es nicht zulassen werden, dass bestimmte Waffentypen in die Hände der schiitischen Hisbollah-Milizen in Libanon gelangen. Waffentypen, die dann das Gleichgewicht, das Militärische möglicherweise außer Kraft setzen. Es soll sich jetzt um Waffenlager gehandelt haben, in denen russische S-300 Luftabwehrraketen gewesen sein sollen, sich befunden haben sollen, die angegriffen worden sind. Und die syrische Regierung hat gesagt, dass mit so einem Angriff bewiesen sei, dass Israel der Al-Nusra-Front und der ISIS Unterstützung gibt und eigentlich sich gegen dieses Regime wendet. Und damit gebe ich zurück zu Nyahofer nach Hamburg. Die steigende Zahl antijüdischer Übergriffe hat in Frankreich Bestürzung ausgelöst. Bei einer Kundgebung im Pariser Vorort Créteil kündigte Innenminister Cazeneuve an, den Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus zu verstärken. Laut Behörden hat sich die Zahl antijüdischer Beschimpfungen, Drohungen und Angriffe seit Jahresbeginn etwa verdoppelt. Frankreich gilt als Land mit der größten jüdischen Gemeinde in Europa. Sie waren dem spontanen Aufruf zur Kundgebung nach Créteil gefolgt. Hier in dem Pariser Vorort hatte es innerhalb nur weniger Wochen zwei brutale antisemitische Überfälle gegeben. Wir müssen den Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus zur nationalen Aufgabe machen. Einige hundert Teilnehmer waren gekommen, Juden, aber auch viele Christen. Wir sind es leid, Zielscheiben und Ausgestoßene zu sein. Viele von uns haben sich entschlossen, Frankreich zu verlassen. Das ist eine Katastrophe für Frankreich. Ich hatte immer gesagt, das hat nichts mit Antisemitismus zu tun. Das ist normale Gewalt in der Gesellschaft. Heute glaube ich das nicht mehr. Und das macht mich sehr, sehr traurig. Am vergangenen Montag hatten drei Vermummte ein junges Paar ausgeraubt und die Frau vergewaltigt. Wir kommen nicht zufällig, ihr Juden habt Geld, sollen die Gewalttäter gesagt haben. Und bereits im November hatten vermutlich dieselben Verdächtigen einen Juden, den 70-jährigen Simon El-Malé, hier in seiner Wohnung überfallen und zusammengeschlagen. Dass Juden sich in Frankreich nicht mehr sicher fühlen können, das will die Regierung nicht hinnehmen. Doch Worte reichen nicht. Die beiden brutalen Überfälle haben Frankreich wachgerüttelt. 25% Jugendarbeitslosigkeit in den Vororten von Paris, das schafft ein Umfeld, in dem Rassismus und gewalttätiger Antisemitismus gedeihen können. In Mexiko verdichten sich die Hinweise, dass die 43 seit Wochen vermissten Studenten nicht mehr leben. Per DNA-Analyse konnten, wie Ermittler bestätigten, gefundene verkohlte Überreste einem der jungen Leute zugeordnet werden. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass die vor mehr als zwei Monaten verschwundenen Studenten von einer Drogenbande ermordet worden sind. Auch lokale Behörden sollen in den Fall verwickelt sein. Auf einer Großdemonstration in Mexiko-Stadt haben Eltern der vermissten Studenten gestern Abend die Identifizierung eines der Opfer bekannt gegeben. Argentinische Rechtsmediziner hätten sie vorab informiert, noch bevor die Behörden die Nachricht vermeldet haben. Die Überreste des 19-jährigen Alexander Mora stammten von einer Müllkippe nahe der Stadt Iguala. Dort waren Ende September 43 Studenten verschleppt worden. Wir werden nicht um Alexander weinen, im Gegenteil. Wir wissen, dass sein Tod die Revolution in Mexiko unterstützt und grundlegende Veränderungen in unserem Land bewirken wird. Die Identifizierung bestätigt die Geständnisse von Mitgliedern der kriminellen Vereinigung Guerreros Unidos. Diese hatten ausgesagt, die Studenten entführt, getötet und auf dieser Müllkippe verbrannt zu haben. Ihre Asche hätten sie in einen Fluss geworfen. Selbst nach dieser ersten Identifizierung bleibt das Schicksal der 42 weiter vermissten Studenten unklar. Auf einer Pressekonferenz vor wenigen Minuten haben die Ermittler lediglich die Identifizierung von Alexander Mora bestätigt. Die Tat, in die Polizei und Politiker verstrickt sein sollen, sowie der Umgang der Behörden mit dem Fall, führt in Mexiko zu immer stärkeren und gewalttätigeren Protesten.
Ohne Angabe von Gründen war am Freitag der Polizeichef der Hauptstadt zurückgetreten. Auf den Philippinen hat Taifun Hagupit bisher weniger Schäden angerichtet als befürchtet. Dennoch wurden zahlreiche Häuser zerstört, an vielen Orten fiel der Strom aus. Mindestens 2 Menschen kamen ums Leben. Der Wirbelsturm hatte gestern die Ostküste der Philippinen erreicht. An Land schwächte er sich ab und bewegt sich nun mit Böen bis zu 170 Kilometern pro Stunde in Richtung der Hauptstadt Manila. Dieses Mal halten die Kokospalmen stand. Vor einem Jahr noch hatte Taifun Haiyan ganze Städte auf den Philippinen verwüstet und tausende Menschen getötet. Wirbelsturm Hagupit jedoch erspart dem Land offenbar das Schlimmste. Der Sturm in der Nacht war sehr stark, das Dach hat sich schon bewegt und der Regen lief bis in den Raum. Meist bleibt es bei materiellen Schäden. Behörden und Bevölkerung haben dazugelernt. Mehr als 1 Million Einwohner in Küstennähe hatten rechtzeitig ihre Häuser verlassen. Die Vereinten Nationen sprechen von einer der weltweit größten Evakuierungsaktionen zu Friedenszeiten. In einigen Gegenden, wie der Provinz Sama, warten wir jetzt auf Flugerlaubnis. Dann können dort die Hilfsoperationen beginnen. Hagupit bewegt sich nur langsam voran. Erst am Dienstag soll er die Philippinen vollständig überquert haben. Für Entwarnung ist es also noch zu früh. Auf der Bahn des Taifuns befinden sich zwischen 40 und 50 Millionen Menschen, fast die Hälfte der philippinischen Gesamtbevölkerung. In den beiden Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga behielten die Gastgeber die Oberhand. Eintracht Frankfurt besiegte Werder Bremen mit 5:2 und der Hamburger SV schaffte mit dem 2:1 gegen Mainz den Sprung aus der Abstiegszone. Der HSV feiert seinen 3. Heimsieg in Folge und gleichzeitig die beste Saisonleistung. Zunächst herrscht noch Skepsis in Hamburg, weil die Defensivkräfte Westermann und Berami verletzt ausfallen. Aber nach einer guten halben Stunde wendet sich das Blatt. Westermanns Ersatz, der Brasilianer Kleber, schaltet im Strafraum am schnellsten und erzielt die Führung für den HSV. Sein erster Bundesliga-Treffer überhaupt, das 1:0 zur Pause, hochverdient, weil die Hamburger eindeutig überlegen sind. Mainz 05 enttäuscht zunächst auch in der zweiten Hälfte. Dazu dieses Missgeschick von Noweski in seinem 250. Bundesligaspiel. Van der Vaart verwandelt den berechtigten Handelfmeter zum 2:0 in der 54. Minute. In der Schlussphase wird es noch einmal spannend. Nach Ecke Geis und Verlängerung Mali sorgt Okazaki für den Anschlusstreffer. Und in der Nachspielzeit haben die Mainzer sogar noch die Chance zum Ausgleich. Erneut ist es Okazaki, der nur knapp daneben zielt. So gewinnt der HSV mit 2:1 und verlässt die Abstiegsplätze. Die Tabelle. Bayern München kommt der Herbstmeisterschaft immer näher. Wolfsburg auf Rang 2 schon deutlich zurück. Augsburg ist Dritter, dahinter 3 Mannschaften, punktgleich. Schalke, Leverkusen und Mönchengladbach. Frankfurt nun 7. In der zweiten Hälfte belegt Mainz Platz 11 vor Köln, Hamburg und Dortmund. In der Abstiegszone Freiburg, Bremen und Schlusslicht Stuttgart. Herzschlagfinale beim Weltcup der nordischen Kombinierer im norwegischen Lillehammer. Platz 1 für Mikko Koxlien vor Fabian Riesle und das nach einer sensationellen Aufholjagd. Nach dem Springen lag der deutsche Riesle auf Platz 31, der Norweger Koxlien auf 38. Auf der 10-Kilometer-Strecke rollten sie das Feld gemeinsam auf und ließen auf der Zielgeraden den Franzosen Lamy Chapuis und den deutschen Edelmann hinter sich. Fabian Riesle übernahm durch Platz 2 die alleinige Führung in der Weltcup-Gesamtwertung. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 8. Dezember. Tiefdruck und kalte Luft bescheren uns Regen und Schnee. Im morgendlichen Berufsverkehr muss vielerorts mit Straßenglätte gerechnet werden. Die Niederschläge breiten sich heute Nacht von Nordwesten aus. Zum Teil ist es Regen, im Bergland überwiegend Schnee, der Richtung Südosten bis in tiefere Lagen fällt. In der Nordwesthälfte klart es wieder auf, in Nordseenähe allerdings Schauer und kurze Gewitter, auch Schnee und Graupel sind dabei. Morgen ziehen sich Regen und Schnee an die Alpen zurück, die Sonne zeigt sich am häufigsten Richtung Osten. Im Westen fällt später wieder Regen oder Schnee. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden frisch und stark böig, an der Nordsee stürmische Böen. Dort heute Nacht bis plus 4 Grad, sonst meist Werte um den Gefrierpunkt oder leichter Frost. Morgen 0 Grad im Vogtland bis 7 Grad auf den nordfriesischen Inseln. Am Dienstag sorgt Zwischenhocheinfluss vorübergehend für freundlicheres Wetter. Mittwoch und Donnerstag viele Wolken mit Regen, im Bergland mit Schnee, dazu windig, im Norden und auf den Bergen teilweise stürmisch.
Um 23.30 Uhr ist Pina Atalay mit diesen Tagesthemen wieder für Sie da. Verwüstungen nach Hagupit, wie die Menschen auf den Philippinen den Taifun verkraften und enge Partnerschaft. Der Einfluss Russlands auf Serbien. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.